Frage Leute nach Blutspenden und du wirst viele Freiwillige finden. Sage denselben Leuten, dass sie dafür bezahlt werden und viele werden nun ablehnen zu helfen. Was könnte dafür der Grund sein? Die Selbstbestimmungstheorie argumentiert, dass wir das tun, was wir tun, weil wir von drei grundlegenden Bedürfnissen motiviert werden, die unser Verhalten mehr als alles andere antreiben. Zunächst kommt die Autonomie. Wir wünschen uns die Freiheit, unsere eigenen Entscheidungen treffen zu können und nicht gezwungen zu werden, etwas zu tun, was wir nicht wollen. Zweitens kommt die Kompetenz. Wir wollen das Gefühl haben, die Fähigkeiten zu besitzen, um die Arbeit selbst zu erledigen und nicht mit Aufgaben konfrontiert zu werden, die wir nicht verstehen. Drittens kommt die Verbindung. Wir wollen das Gefühl haben, dazuzugehören, gebraucht zu werden und uns nicht nutzlos oder wie ein Außenseiter fühlen. Wir können die Motivation von nicht selbstbestimmt bis selbstbestimmt denken. Auf der linken Seite haben wir die A-Motivation, in der Mitte die extrinsische Motivation und auf der rechten Seite die intrinsische Motivation. In Bezug auf die Qualität reichen sie von niedrigeren Formen bis hin zu höheren Formen. Entlang dieses Spektrums gibt es laut Selbstbestimmungstheorie 6 verschiedene Typen, die hier dargestellt werden, durch Anton, Marie, Patrick, Hanna, Johann und Lisa, die alle für eine wichtige Prüfung lernen müssen. Anton versteht das Thema nicht und fühlt sich daher von dem Material getrennt. Sein Bedürfnis nach Kompetenz bleibt unerfüllt und untergräbt seine Autonomie, was dazu führt, dass er die Kontrolle über die Situation verliert. Als Ergebnis beginnt er zu denken, dass die Schule sinnlos ist. Er erlebt A-Motivation. Marie lernt gerne, wenn sie weiß, dass sie gut abschneidet und belohnt wird. Aber wenn niemand da ist, um sie anzuregen, fühlt sie sich abgekapselt. Marie ist in ihren Studien nicht autonom, weil sie Belohnungen braucht, die ihr Verhalten von außen regulieren. Eine Aufgabe, die normalerweise ihre Mutter übernimmt. Diese Stufe wird als extrinsische Motivation bezeichnet, extern reguliert. Patrick bemüht sich zu gewinnen oder die Leistungen anderer zu erreichen. Wenn er nicht unter den Besten ist, werden seine Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie nicht befriedigt. Er fühlt sich schuldig, wenn er nicht so gut wie andere sein kann. Die Wurzel seines Verhaltens ist daher extern. Diese Stufe wird ebenfalls als extrinsische Motivation bezeichnet. Introjizierte Regulierung. Hanna schätzt das Lernen und sieht sich als gute Schülerin. Für sie sind gute Noten wichtig, weil sie ihr Selbstbild bestätigen. Trotz der Tatsache, dass sie sich nicht mit dem Material verbunden fühlt, macht sie es gut, weil sie ihr Verhalten dadurch reguliert, dass sie sich mit der Idee identifiziert, eine gute Schülerin zu sein. Sie wird von einem Ideal motiviert. Auch diese Stufe wird als extrinsische Motivation bezeichnet, die Regulierung durch Identifikation. Johann findet das Lernen wichtig, weil es ihn zu einem besseren Menschen macht. Um seinen Intellekt zu entwickeln und die beste Version von sich selbst zu werden, versucht er, Dinge zu verstehen, auch wenn sie langweilig sind. Er fühlt sich verbunden und kompetent. Aber da sein Verhalten durch den Wunsch reguliert wird, einer Idee gerecht zu werden, ist er immer noch nicht vollständig autonom. Diese Stufe wird auch als extrinsische Motivation bezeichnet. Integrierte Regulierung. Lisa lernt Dinge, weil sie neugierig ist und es genießt. Sie kann sich vollständig mit dem Material verbinden und verliert oft das Zeitgefühl. Das Studium gibt ihr ein tiefes Gefühl der Befriedigung. Sie erlebt vollständige Autonomie und entwickelt aufgrund ihrer intrinsischen Interessen die höchsten Formen von Kompetenz. Jetzt sprechen wir von intrinsischer Motivation. Egal, wo wir entlang des Spektrums sind, wir alle haben komplexe menschliche Gehirne mit wechselnden Interessen und widersprüchlichen Wünschen. Wir können uns bei einer Sache voll motiviert fühlen, autonom, kompetent und verbunden. Aber dann kommt der nächste Tag und das Leben steht uns im Weg und raubt uns unsere drei grundlegenden Bedürfnisse. Wir fühlen nichts als A-Motivation. Um deine Selbstbestimmung wiederzugewinnen,
könntest du eine Pause machen, eine Veränderung der Umgebung suchen oder Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen. Die Selbstbestimmungstheorie wurde in den 1970er Jahren von den beiden amerikanischen Psychologen Richard Ryan und Edward Deci entwickelt. Neuere Forschungen weisen auf einige kulturelle Unterschiede hin. Viele amerikanische Schüler scheinen zu lernen, um andere zu übertreffen. Wenn Chinesen hart lernen, dann scheinbar oft, weil sie sich schuldig fühlen, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen. Zum Wechselspiel zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation sagte Deci: Sicher, Geld motiviert, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass während Geld die Leute motiviert, es auch ihre intrinsische Motivation untergräbt. Was denkst du also über das Modell? Stimmst du der Theorie zu oder widersprichst du ihr? Und was denkst du über extrinsische Belohnungen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten und lass uns wissen, was dich motiviert hat, dies zu tun.